Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Wir haben die letzte hier in dem Dungeon beendet und ich habe allerdings keine Ahnung mehr, in welchem Raum wir schon waren oder nicht. Ich muss mich erstmal wieder kurz orientieren. Hier geht's nicht weiter. Denn wir brauchen unbedingt noch Surtlingkerne. Zwei Stück brauchen wir. Wir haben erst einen, damit wir uns hier definitiv noch fix ein Portal hinbauen können. Und dann geht's mit dem Boot erstmal wieder zurück. Eigentlich bräuchten wir sogar vier, weil wir müssen ja dann auch noch ein Portal bauen an unserer Basis hierfür. Aber notfalls könnten wir einfach die Kennung ändern, beziehungsweise wäre es mir dann schon fast lieber. Ist hier noch eine Tür? Ah, es ist echt sehr dunkel hier drin. Ja, beziehungsweise wäre es mir dann schon fast lieber, wenn wir einfach dann nochmal einen Dungeon in unserer Heimat erkunden. Denn es wird nicht mehr lange dauern und unser Inventar ist auch hier voll. Und dann wäre es schon gut, wenn wir schnellstmöglich wieder zurückkommen. Bitte noch ein Kern. Das wäre super. Hier ist ja mal richtig was los. Ach du Scheiße. Wir können jetzt eigentlich nur drauf reinpreschen. Hoffen, dass wir es überleben. Au, au, au. Holla, die Waldfee. Natürlich kein Kern. Wie sollte es anders sein? So, Inventar ist voll. Wenn wir irgendwas... Das Harz können wir mal wegwerfen, dann nehme ich mir lieber die Feuersteinpfeile mit. Schade. Oh, hier ist noch eine Kiste. Mist, Inventar voll, Dungeon ist komplett ausgeleert und es fehlt immer noch ein Kern. Aber es wäre halt schon echt cool, weil jedes Mal mit dem Boot wieder bis hier rausreisen, irgendwie ein bisschen ungeil. Ja, das heißt, wir kommen wohl nicht drum herum, dass wir hier noch ein bisschen weitersuchen gehen. Das Boot hatte ich mir diesmal markiert, sehr gut. Haben wir schon Pilze? Nein, wir haben keine Pilze im Inventar. Da muss der Löwenzahn weichen. Na, mal gucken, vielleicht finden wir auf die Schnelle noch was. Ich hoffe sehr. Irgendwo ein Skelett, bitte. Das ist die Frage. Laufen wir hier weiter hinter oder versuchen wir erstmal... Ich versuche erstmal hier lang zu laufen, dass wir schon mal wieder so langsam Richtung Boot kommen. Haben wir Blaubeeren? Ja, wir haben schon Blaubeeren einstecken. Das heißt, wir können auch noch welche aufnehmen. Wäre schon irgendwie cool, wenn wir uns hierher teleportieren könnten. Wir werden schon was finden. Auf euch habe ich gerade keine Lust. Müssen mal wieder einen Nixenschwanz nachlegen. Ich hoffe sehr. Wir sind im Grasland. Schlecht. Dann wird es, glaube ich, nicht so gut mit Dungeon finden. Das heißt, wir müssen doch weiter hier nach oben. Dunkler Wald dürfte jetzt gleich erst losgehen. Hier drüben nehme ich. Ja. Und gleich wird die schöne Musik wieder aufhören. Es wird wieder düster. Okay, also hier geht Grasland los. Hier ist... Aua. Habe ich Platz für Fleisch? Ich weiß es gar nicht. Nicht so aus. Dann lassen wir es erstmal liegen. So, das ist der Dungeon, den wir schon abgearbeitet haben. Wir könnten ja mal schreiben, Dungeon fertig. So. Also müssen wir wohl doch weiter... Wohl, wenn wir Glück haben. Hier... Ich wollte ja eigentlich auch hier lang. Bin ich jetzt falsch gelaufen? Ich glaube, ja. Laufen hier einfach mal so ein bisschen am Rand rum. Und jetzt Daumen drücken, dass irgendwo ein paar Skelette angewandert kommen. Eiktür braucht noch 6 Minuten. Wir sind natürlich auch nicht mehr ausgeruht. Wir auch. Sind ja schon viel, viel zu lange hier unterwegs.
Alles noch dunkler Wald. Bitte noch ein Dungeon. Ah, es ist aber auch ärgerlich, ne? Da finden wir einen und dann ist nur ein Sortling-Kern drin. Ist alles ein bisschen Pech. Hier, Dungeon, jawohl. Wir haben's. Ah, Karottensamen haben wir keinen Platz. Wenn wir jetzt noch Glück haben, ist hier einfach... Oh nein, ich habe keine Ausdauer. Shit. Wenn wir jetzt noch Glück haben, ist hier gar kein Sortling-Kern drin. Dann fresse ich einen Besen. Ja, kämpft ihr mal dort. Das ist okay. Würde ich in der Zeit mal euren Dungeon besuchen. Wir warten dann bestimmt schön alle, wenn wir rauskommen, auf uns. War vielleicht nicht die schlauste Idee. So, wir gehen erstmal rechts lang. Hier ist nichts weiter. Ach, was ist denn das? Ranzige Überreste. Ich glaube, wir haben den schon mal gesehen. Alter, hält er so viel aus oder bauen wir hier größtenteils die Wand? Der hält so viel aus. Zum Glück haben wir einigermaßen Ausdauer. Da hinten sind Sortlingkerne. Stark. Und jetzt erstmal das Ding hier weg. Oh, also er hat es schon in sich. Hat aber nichts fallen lassen. Oder zumindest nichts Neues. Wenn, dann haben wir es schon. 1, 2, 3 Sortlingkerne. Jawohl. Und noch eine Kiste. Kann man echt mal schnell übersehen hier drin. So dunkel wie es ist. Wir gucken den Dungeon jetzt trotzdem nochmal komplett durch. Noch ein Kern. Ach, hätten wir den einfach mal als erstes gefunden. Hier wimmelt es echt voller Skeletten. Boah. So. Aber kein Spawner in der Nähe. Können keine Münzen aufnehmen. Mir irgendwas, was nicht so wertvoll ist. Uralte Trophäe würde ich schon ganz gerne. Hier die Steine. Brauchen keinen Stein. Dann lieber Münzen. Na? Jetzt nimmt er mit. Okay. Das war's. Dann können wir noch einmal hier vorne rechts. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Wir haben echt genügend Leben, wir können hier einfach schön reinbrechen. Brauchen wir uns nicht so viel Gedanken, ums Blockieren zu machen. So, überall gelbe Pilze, ist nicht mal eine Truhe, irgendwas? Nö. Aber zumindest Pilze. Noch mehr Pilze. Kommt noch ein Geist. Oha, wo kam er denn her? So, hier geht's auch noch weiter. Ja, es wird noch größer. Gehen wir erstmal kurz hier lang. Ein Sortlingkern. Wie viel brauchen wir? 4 Stück. Haben wir doch schon wieder zusammen. Perfekt. Dann können wir gleich direkt zwei Portale bauen. Da hinten kommen noch mehr. Zwei noch. Shit, Bernsteinperle haben wir auch keinen Platz mehr, aber die ist wertvoll. Ach, ihr macht mir die Entscheidung echt nicht einfach. Ich glaube, diese ganzen Skelett-Trophäen können wir mal wegschmeißen. So, dann nehmen wir das noch mit. Dann sind wir durch. Machen wir uns jetzt ganz schnell auf zum Boot. Wir werden wahrscheinlich erstmal direkt im Skelettkampf starten und unser Schwert ist auch fast kaputt. Nee, es geht. Na gut, haben zumindest nicht direkt davor gewartet. So. Also, auf zum Boot. Wir müssen einmal genau andersrum, ne? Ungefähr so. Haut grob hin. War's richtig jetzt? Boot, ja. Dann bauen wir uns gleich dort an den Strand das Portal. Haben wir Holz? Ja, Holz haben wir. Und Krautzwergenaugen haben wir auch genug. Obwohl, wie viel? Haben wir 10 Stück gebraucht? Ich bin mir nicht ganz sicher. 20 Edelholz brauchen wir, shit. Ah, Edelholz. Das waren die weißen Birken, stimmt. Jetzt erinnere ich mich dran. Ist mir letzte Folge schon aufgefallen. Wäre jetzt hier noch ein... Das ist doch bestimmt wieder so eine Trollhöhle, oder? Mal ganz schnell reingehen?
Ah, sag ich doch, Trollhöhle. Guck, ganz schnell wieder raus. Gibt ganz schön viele davon. Also, wir brauchen unbedingt Edelholz. Das heißt, wir müssen wieder in das normale, also in das Grasland. Zumindest habe ich im dunklen Wald noch keine Birken oder generell helle Bäume gesehen. Müssen wir mal gucken. Wir sind hier direkt im dunklen Wald rausgekommen, ne? Das heißt, eigentlich müssen wir nach hier. Da müssen wir doch nochmal rumdrehen. Laufen wir hier schön in der Nacht einmal komplett durch den dunklen Wald. Da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf, aber naja. Wir können es nicht ändern. Und zwar die ganze Aktion für umsonst die Surtlingkerne zu sammeln. Wenn wir am Ende kein Edelholz besitzen. Nochmal beim Troll vorbei. Aber so weit ist es ja zum Glück nicht. Naja, cool, dann haben wir auf jeden Fall hier nochmal ein ganzes Stück erkundet von der Welt. Und dann könnten wir in den nächsten Folgen eigentlich schon mal schauen. Ist auch noch ein Dungeon. Ach, war das der, wo wir gerade drin waren? Ich glaube ja, habe ich mir nicht markiert, ne? Nee, habe ich vergessen. Naja. Ja, und dann könnten wir eigentlich so in den nächsten Folgen schon mal schauen, ob wir uns zum Knochenwanst wagen. Ich habe echt Angst davor. Ich träume nachts davon. Das sind keine guten Träume. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Was haben wir da hinten? Gucken, ob der Ulf wieder da ist. Komm schon, jetzt. Du darfst heute weiterleben. So, Runenstein. Oh, das war was Neues, oder? Als der Allvater Odin die Welt einte, vergaß er weder die Vanir noch die Riesen noch jene Kreaturen, die noch älter als alle anderen waren. Die größten von ihnen konnten nicht getötet werden, also wurden sie zu Wächtern, die hier auf Valheim für alle Ewigkeiten als Exilanten umherstreifen würden. Wenn diese Wesen einen Fuß auf die Erde setzen, gibt es ein Beben, das allen niederen Kreaturen durch Mark und Bein geht. Weil kein Ulf. Hat's wahrscheinlich nicht geschafft hier rüber, hatte kein Boot. So, wir brauchen helle Bäume. Ihr seid keine hellen Bäume. Jetzt kommen wir schon wieder in den Sumpf. Natürlich. Ah. Will kein Sumpf. Brauchen Grasland. Und kommt schon wieder der Schamane. Wir haben zwei Schwager im Rücken. Zwei Wildschweine kommen auch noch dazu. Ein Reh. So, hier sieht's doch gut aus. Haben wir jetzt die Wildschweine noch? Ja, natürlich. Andere auch? Nö. Doch? Doch. Ah, ich wollte ihm einen mit der Spitzhacke geben. Aber du, bam. Bam. Du auch. Verdammt. Komm her. Zack. So. Jetzt Birke schnell ernten. Oder fällen. Ich glaube, ernten sagt man bei Bäumen nicht unbedingt. Was sind Sie von Beruf? Baumerntner. Ah. Wollte ich als Kind immer werden. Nein, nicht ins Wasser rollen. Danke. Ja, wir müssen wohl oder übel das Kernholz wegschmeißen. So, wie viel gab's denn jetzt? Wir haben ganze 8 Stück zusammen. Was brauchten wir? 20, ne? 20 Stück. Und dann geht's aber definitiv zurück zum Boot. Portal dort ans Ufer bauen. Zurück. Aua. Aber es hat uns nicht vergiftet, ne? Manchmal klappt's. Dann geht's mit dem Boot zurück zur alten Basis, dort noch ein zweites Portal hingebaut und dann können wir jederzeit hier rüber reisen. Ich sag mal so, so wirklich irgendwas Neues gibt's hier auch nicht. 19, natürlich. Das ist normales Holz. Ja, es fehlt natürlich wieder eins.
Das eine ist jetzt bestimmt auch noch so viel, dass wir überlastet sind. Nee, passt. So, gib mir Edelholz. Jetzt sind wir bei 295. Haut hin. Wir müssen einmal hier lang, in die Richtung. Wir hauen uns Eiktür drauf. Jetzt lassen wir uns ganz kurz von der Ausdauer wieder voll werden und dann rennen wir hier einmal durch. Langsam kriege ich nämlich ein bisschen Heimweh. Ist irgendwie komisch bei dem Spiel, aber wenn ich zu lange von zu Hause weg bin, also von unserer Basis, dann fühle ich mich irgendwie unwohl. Liegt vielleicht auch daran, dass alle 5 Minuten das Inventar voll ist. Aber irgendwie bewege ich mich trotzdem lieber in der Nähe. Guck mal, hier ist richtige Versammlung. Ein Berserker. Bestimmt 5-6 Grauzwerge. Wundert es, dass noch kein Schamane da ist. Die kommen ja eigentlich auch wie Sand am Meer hier in der Nacht im dunklen Wald. Wieder beim Troll vorbei. Hallo. Und dann haben wir es bald geschafft. Aber hey, so haben wir doch ganz gut was gesammelt. Auf jeden Fall wieder ein ganz paar wertvolle Geschichten. Wir haben 8 neue Kerne. Ein bisschen Holz, ganz paar Pilze. Sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben den Uralten nochmal besiegt. Haben den zweiten sumpfigen Schlüssel. Für den Fall der Fälle, wir verlieren den ersten. Wimmelt natürlich auch alles voller Gegnern. Schön Feuerpfeil drauf. Und er ist weg. Mal gucken, ob wir den treffen können. Zu hoch. Ein Pfeil. Coole Sache. So, und dann hätte ich ganz gerne mein Boot wieder. Ah, es steht noch da. Ey, die Schweine. In der Sekunde, wo wir ankommen, geht... Das gibt's nicht. Na super, jetzt haben wir kein Boot mehr. Ach Leute, ich freue mich wirklich. In der einen Sekunde denke ich mir, geil, unser Boot steht noch da. Und dann, bam. Können wir das reparieren? Bitte lass das reparieren. Nein, wir können es nicht reparieren. Och, die Schweine. Das gibt's doch nicht. Wie viel Pech kann man denn haben? Wenn wir eine Sekunde eher da gewesen. Na super. Ah, da drüben ist ein Spawner. Wir hätten vielleicht nicht das Boot direkt neben dem Spawner parken sollen. Was brauchen wir denn für ein Boot? Ach du Scheiße. Bronzenägel kriege ich ja im Leben hier nicht hergestellt. Und ein Floß. 6 Lederreste, 6 Harz. Ach du Scheiße, jetzt haben wir echt ein Problem. Wir können jetzt erstmal kurz hier eine Werkbank hinzimmern. Was wir mal noch probieren können... Jetzt die Frage, aber dann werden die das Portal bestimmt früher oder später auch noch kaputt machen, ne? Wenn wir jetzt hier einfach Basis eingeben, verbindet er sich? Können nur 2 miteinander verbunden sein, ne? Ach, shit. Haben wir noch Kupfer? Nee, ne? Wir hatten doch noch... Nee, wir haben kein Portal... Doch, wir haben noch ein Portal. Definitiv im dunklen Wald hatten wir doch uns eins hingezimmert. Wie habe ich das genannt? Dunkler Wald? Dunkler War? Scheiße, wie habe ich das genannt? Dunkelwald? Bitte verbinde dich. Mist. Weiß halt nicht, ob das mit einem... Aber wir haben definitiv 3 Portale. Wir haben 2 in der Basis, also... Ach nee, wir haben ja noch ein zweites gebaut in der Basis. Das heißt, das funktioniert nicht. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Wir müssen für immer hier bleiben. Wir können jetzt nur anfangen, uns hier eine Truhe hinzuwerfen und anzufangen, uns alles wieder zusammenzusuchen für ein Boot. Ach, das ist ja aber echt ärgerlich. Ach, die Schweine. Haben wir hier... Ah, wir haben die Bronzenägel und alles hier. Okay, das ist natürlich dann nochmal eine andere Geschichte. Es geht hier auf und ab mit den Gefühlen, merkt ihr das? Erst freut man sich, dann heult man fast, weil das Boot kaputt ist. Dann heult man wieder, weil man merkt, man hat nicht genügend Sachen, um das zu bauen. Dann sieht man... Hier liegt ja alles, was wir zum Bauen brauchen. Das heißt, wir können es wieder aufbauen. Es ist wirklich gerade ein Auf und Ab.
bin ich bloß nicht ganz sicher, ob wir das Portal hier stehen lassen sollten. Also, hey, wir können es direkt wieder bauen. Ach, Gott sei Dank. Okay. Es wäre cool, wenn du es ins Wasser setzt. Guck mal, ich bin im Wasser. Nee, hat er irgendwie nicht so Lust drauf. Fällt das dann einfach runter? Wissen wir nicht jetzt so... Ja, fällt runter. Okay. Das heißt, wir können die Truhe wieder leer machen. Irgendwas haben wir jetzt zu viel. Ich glaube, das Harz. Und was noch? Was? Die uralten Samen können wir jetzt auch mal wegwerfen. Wir nehmen das wieder mit. Es ist halt die Frage, lassen wir das Portal hier stehen oder nicht? Da drüben ist ein Spawner. Wir kriegen unser Schwert hier nicht repariert. Eigentlich hätte ich ganz gerne vorher den Spawner noch vernichtet. Wir sind halt auch im dunklen Wald, ne? Es ist halt vielleicht auch nicht so schlau, das hier im dunklen Wald hinzuräumen. Wir gucken mal ganz schnell, dass wir den Spawner da drüben noch kaputt kriegen. Wo haben wir denn? Hier haben wir's. Und dann bauen wir das Portal vielleicht hier drüben auf die kleine Insel. Es ist eventuell ein kleines Stückchen sicherer. Na gut, das schaffen wir auch noch mit dem Schwert. Ja. So, dann seid ihr zumindest erstmal weg. Ah, keine Ausdauer. Wie ärgerlich. Hätten wir eh keinen Platz gehabt im Inventar für. Oh, wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.